Herzlich willkommen zurück in Creativeverse. Das ist nicht das Let's Play, was ihr in den letzten Folgen gesehen habt. Wie ich schon sagte, ich wusste nicht, ob ich das bloß so was ist es eigentlich mache, also so eine Art angezockt. Das hier ist eine Welt, mit der ich mal angefangen habe. Ich habe jetzt momentan mal die Tiere auf friedlich gestellt, dass ich euch ein, zwei Sachen kurz zeigen kann. Eigentlich will ich euch eine plus eine Sache zeigen. Das war mein Häuslein, das steht da hinten. Die Häuser gibt es hier drinnen im Menü unter Blueprints. Kann man sich hier quasi freischalten. Und habe ich mir dieses Haus hier freigeschaltet. Und das kostet halt 15 Fossilien und 5 Iron Lab. Und damit kriegt man den Blueprint freigeschaltet und kann sich den hinsetzen. Das möchte ich euch dann ganz kurz zeigen, auch wie man das macht. Und so sieht das Haus aus, wenn es dann aufgebaut ist. Das ist sozusagen der Vordereingang. Das ist schon mit ein paar Lampen noch ausgeschmückt. Gehen wir einmal drum, hat so einen kleinen Garten ringsrum. Und das ist die Rückseite, oder ja, welches auch immer jetzt die Vorderseite ist. Bleibt jedem selbst. Entschuldigung, selbst überlassen. Drinne zeige ich euch gleich. Gehe erstmal nach oben. Ja, das Dach hier ist jetzt momentan sehr dunkel. Ich habe zwar da ein, zwei Lampen hängen, aber das ist wirklich ein sehr, sehr dunkler Raum. Den kann man halt noch nutzen. Ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen, ihn zu nutzen. Das ist Asphalt hier, mit dem das Dach gemacht ist. Mein Touchstone. Und die Treppe ist genauso drinne. Ich habe hier mein Bett stehen mit noch einer Lampe, meine kleine Sitzecke und hier meine ganzen Container bzw. Fortunes und Werkbänke. Und ja, die habe ich jetzt so hingesetzt, dass ich sie von einer Seite komplett alle bedienen kann. Und dann kann man hier einfach so all die Sachen, die ich hier in dieser Zeit gesammelt habe, sind hier benannt und dementsprechend hier auch drinne. Das hier oben sind auch Lampen. Da habe ich ein Bücherregal drin hängen. Da sind leider mal bloß drei Items rein. Und ja, das Haus wollte ich euch ganz kurz zeigen. Also es ist ein recht geräumiges Haus. Das ist ja, für eine Person eigentlich zu groß. Aber mir hatte das so gefallen, dass ich unbedingt mir die Fossilien alle zusammengesammelt habe, um das freizuschalten und dann natürlich etliche Stunden damit verbracht habe, die Ressourcen zusammenzuholen und das hier dann herzusetzen. Muss ich ganz schnell gucken, in welcher Kiste ich den Blueprint habe. Die ist leer, das sind die. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Technik, da ist der Blueprint. Das ist so ein blaues Icon. Das nimmt man sich dann zur Hand. Geben hier hinten schnell auf eine Fläche. Die Bäume hier sind übrigens selbst gepflanzte Bäume. Und die brauchen wirklich ewig, ehe die wachsen. Bis die mal dann wirklich so groß sind wie so ein, ja, so ein riesiger Baum da drüben. Ich glaube, das dauert Wochen. So, wir haben jetzt hier zwar keine gerade Fläche groß, aber zum Demonstrieren reicht es. Ihr nehmt den Blueprint in die Hand und setzt den euch hin. Und dann wird der hier so angezeigt. Den kann man sich nochmal drehen, indem man R gedrückt hält und die linke Maustaste, da kann man sich den drehen. Und wenn man den jetzt sagt, wir aktivieren den, dann zeigt es alles rot an, was noch entfernt werden muss. Ja, also hier muss zum Beispiel dann der Sandstein weg. Ja, hier muss die ganze Ecke vom Baum noch weg. Und wenn ihr das dann quasi alles habt, was ihr, also wenn das stehen habt, dann werden hier die Blöcke angezeigt, die ihr hinsetzen müsst. Und dann nehmt ihr einfach den Block in die Hand und setzt den dahin. Und dann werden die anderen Blöcke einfach angezeigt und ihr setzt einfach einen Block nach dem anderen dran, bis ihr halt fertig seid. Jetzt habe ich gerade gesehen, man kann sich die Dinger auch kaufen. Das schaut's. Kann man sich für Ingame-Geld
kann man sich sogar die Bauressourcen kaufen hier. Wie das dann im Endeffekt funktioniert, weiß ich nicht. Das müsst ihr dann mal selber probieren. Ja, aber alles Rote muss entfernt werden und dann wird das halt angezeigt, was man noch hinbauen muss. Wie halt diese Blöcke hier. Und schon geht's los. Recht simpel. Finde ich gut. Achso, den müssen wir erst deaktivieren. Ja, seht ihr recht groß, also wie groß das Haus ist, ist quasi wieder diese Rückseite. Also da geht schon was. Gut. Und dann zeige ich euch ganz kurz noch unseren kleinen Server. Dann gibt es mal eine kurze Ladezeit. Also nicht böse sein. Gehen wir mal raus und gehen auf unseren Server, weil da kann ich euch noch die anderen, ja, Gebiete sozusagen mal zeigen. Und das, was wir bis jetzt geschafft haben. Momentan, wie ihr seht, spielen wir nur zu zweit. Der Kollege ist gerade beruflich unterwegs, daher nicht anwesend. So, lad ein bisschen schneller bitte. Momentan ruckelt das Spiel ein bisschen, muss ich sagen. Hat so seine Ladezeiten momentan. Ja, wir hatten hier einfach auf einer Fläche ganz simpel angefangen und haben aus dem Stein, den ersten Steinklötze, die wir hatten, die man ganz normal hier aus dem Gebirge abbaut, mit denen haben wir quasi das erste Mal eine Hütte hingesetzt. Da ist Oskar. Oskar ist ein gezähmtes Tier, der läuft hier bloß rum und geht spazieren, mehr macht er hier nicht. Der müsste mal wieder gefüttert werden, glaube ich. Ja. So, ja, hier haben wir jetzt nicht viel. Das hier ist ein Becken mit Mineralwasser, da kann man rein. Und dann wird man geheilt. Ein paar von unseren Kisten. Hier habe ich eine Info für einen Kollegen dagelassen, weil ich hatte die Waffenständer gecraftet und die Waffen dort reingetan. Das ist unsere Kochstation und nochmal zwei Werkbänke sowie die Öfen. Unsere Spawnpunkte. Und dann hatte ich hier oben noch die Etage draufgesetzt aus Diamanten. Ich habe das im Internet gesehen, dass man aus Teer Kohle machen kann und aus der Kohle Diamant. Und das habe ich hier mal ausprobiert und daraus quasi dieses Gebäude sozusagen gemacht, indem ich einfach den Teer habe in dieser Wandform runterlaufen lassen, die Decke halt zu, also wie eine Verschalung bei einem Hausbau sozusagen gemacht habe. Da läuft dann das Öl rein und dann muss man auf das Öl eine Freeze-Bombe werfen und auf die Freeze-Bombe dann später eine Feuerbombe und dann wird aus der Kohle Diamant. Das hier ist eine Freeze-Bombe. Die wirft man quasi auf das Teer und die Feuerbombe schmeißt man auf die Kohle und dann kriegt man fleißig Diamanten raus. Ich habe hier schon etliches gefarmt, dort oben halt diese, ja, Umrandungen weggemacht, die Öffnung für die Türen, das müssen wir halt dann alles mit den Extraktoren ausbauen. Ja, dann hatte ich angefangen noch ein kleines Loch zu buddeln, da hat der Kollege nämlich da unten so ein Häuschen hingezaubert. Also man könnte die Türen jetzt auch mit Schaltern und so weiter betätigen, das zeige ich euch in dem Haus drüber. Also hier tue ich momentan Farmen. Und zwar in erster Linie geht es mir ums Obsidian. Und da hebe ich quasi, habe ich dieses ganze Loch hier schon ausgehoben von oben nach unten durch. Und das werde ich weiterziehen bis nach ganz unten. Immer gut ausleuchten, dass hier quasi nichts spawnen kann. Dann hat man ja auch von den Tieren einen bösartigen. Ach, wie immer den verkehrten Knopf. Um euch das ganz kurz zu zeigen: Der kann man auch abbauen. Und da habe ich hier so eine Säule hingestellt und auf die Säule oben, ganz oben, einen Teerflops hin. Und der läuft dann so nach unten.
war kurz abgelenkt. Hier seht ihr selbst, durch die Glasdinger kommen zwar die Wesen nicht durch, aber das Licht kommt durch und die Wesen verbrennen. Mit dem Teer kann man quasi auch nach oben schwimmen, wenn man das möchte. So, da wäre man ganz oben. Und das fließt hier so runter. Das ist das Haus nochmal von oben gesehen. Einen kleinen Acker hatte ich hier angelegt, wo wir unseren erstes Korn rausholen. Muss man halt ähnlich wie bei Minecraft einen Block Wasser und der Rest mit Erde voll machen. Kommst du denn dahin? Hier ist auch eine Höhle, die haben wir halt zugemacht hier mit Glas, weil überall fällt man die Löcher rein. Ja. Und dann möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar habe ich hier, das Schild steht wirklich nicht umsonst da. Da sollte man vorher erstmal reinschauen, bevor man die Tür öffnet. Deswegen, ich drücke wieder den verkehrten Knopf. So, hier habe ich nämlich aus der untersten Biomreihe, habe ich hier den Boden reingelegt. Und wenn man diese Fläche ca. 15 x 15 Meter macht, spawnen da Viecher drin, habe ich festgestellt. Hier jetzt in dem Fall nicht, aber hier drüben hört man es auch schon. Und zwar sind das hier die Wesen aus dem Lava-Biom. Die verbrennen sogar bei Tageslicht und da hinten hat man die Würmer, die in dem Lava-Biom leben. Weil von den Würmern braucht man sehr oft die Fangzähne und zum Craften und deswegen habe ich quasi die hier sozusagen als kleine Farm angelegt. Dann zeige ich euch das Haus noch da drüben und dann gehen wir runter ins Lava-Biom. Das ist halt auch nochmal ein Höhleneingang, also wie gesagt hier ein Umkreis vom Haus sind so viele Eingänge. Hier ist auch wieder einer, den haben wir aber nicht zugemacht, weil das der Haupteingang war zu dem, wo wir gleich dann runtergehen. Das Haus hatte ich jetzt die Tage erst gebaut. Bisschen Innenausbau. Hallo? Haustiere? Die Haustiere spawnen hier. Das ist so ein schwarzer Boden, dieser Peakstone. Den gibt es nur im Gebirge. Im Schneegebirge oben. Und aus dem Grund spawnen hier die Tiere. Weil ich hier Licht anhabe, spawnen nur diese friedlichen. Also wenn ich den jetzt schlagen würde, dann hätte der natürlich mich auch angreifen. Ja. Aber in dem Fall sind sie lieb und brav. Ich habe hier mal einen Lichtschalter gemacht, dass ich das komplette Licht, außer die zwei hier, die oben hier in den Balken drin sind, die bleiben an. Alle anderen sind aus. Damit man hier mal einen schönen Rundumblick hat. Weil wenn ich die jetzt auch noch ausmachen würde und es wäre Nacht, dann täten auch die Miros spawnen, die man dann vielleicht mal braucht, aber nicht unbedingt jetzt, wenn man hier so arbeiten will. So, und dann habe ich hier draußen noch Lampen stehen. Das sind, ich weiß nicht, die sieht man da drüben. Das ist ein Schalter hier für die Tür. Wenn man drauf geht, geht die Tür auf. Dann habe ich nochmal einen Lichtschalter. Mit diese Lampen halt hier draußen. Das steht an jeder Hausecke eine. Genau. Wenn man nämlich die Tür öffnet und man läuft über den Schalter, geht die Tür wieder zu. So. Ja, hier oben ist noch nichts ausgebaut. Soweit bin ich noch nicht gekommen. So, und dann haben wir hier einen Teleporter stehen. Der führt rüber zu unserem Haus. Und dann habe ich hier noch einen anderen Teleporter. Der führt zu unserem Teervorrat unterirdisch. Das ist der. Und jetzt gehen wir aber wieder zurück. Mich immer neu orientieren. So. Gehen wir nämlich mal ins Haus und gehen mal runter in die Lava. Und dazu haben wir unseren Teleporter hier im Haus stehen. Dann haben wir hier Mineralwasser. Das heilt halt, wie gesagt. Wir haben hier aus den Biomen
die Wände zugemacht zu den Höhlen. Also immer hier alles zugemacht und da zugemacht, weil sonst pausenlos die Tiere hier spawnen. Deswegen ist auch gut ausgeleuchtet und natürlich dann hier rüberlaufen. Selbst wenn sie nicht hier spawnen, laufen die, die wandern durch die ganze Höhle und laufen dann quasi hier runter und tun ihn angreifen. So, dann sind wir hier in dieser Ebene mit den, wo es eigentlich die Diamanten gibt. Noch mal eine Zwischenstufe eingebaut, noch mal mit einem Heilungsbecken einfach Wasser hin. So, und dann sind wir in dieser untersten Ebene hier. Also noch nicht die unterste Ebene, hier habe ich noch mal Fensterscheiben reingemacht, weil hier sieht man die Bäume von der untersten Ebene. Weil ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut zu Fuß bis dort wirklich ganz, ganz runter. Die Schildchen habe ich hergestellt für einen Kollegen, weil der war seitdem noch nicht wieder da, weil wenn man hier eine Verbindung herbaut nach hier drüben, dann kommen die Wesen hier rüber. Ich habe da schon eine Schutzwand eingebaut. Und hier laufen diverse Tiere rum, die ich noch nicht alle kenne, wo auch ziemlich heftig sind. Und ja, irgendwann schaue ich natürlich da auch mal runter. Aber aktuell werde ich das nicht tun. Ist mir zu gefährlich, da habe ich noch nicht die passende Rüstung. Ich brauche noch ein bisschen von dem Lumit oder wie das heißt, um mir da die passende Rüstung zu craften. Erst dann werde ich mich da runtertrauen. Und die haben wir halt noch nicht. Hier dahinter ist Lava. Es brodelt hier so schön, das ist zugebaut. Lasse ich jetzt auch zu, weil ihr hört es ja, dahinter sind diese Wesen. Und die muss ich hier ungern quasi hier rüberbringen. So, und da sind wir wieder im Hauptgebäude. Ach, wieder der verkehrte Knopf. Oscar bleibt drinne. Ja, deswegen hatte ich ein paar Steine halt genommen, habe die hierher gesetzt, damit wenn Viecher spawnen, weil es ist wirklich hilfreich, weil die haben dann diverse Sachen mit dabei, um also die man dann braucht zum zu Sachen craften. Beziehungsweise so eine Art Fell oder was das ist. Das ist so eine komische Wolle, die braucht man halt und deswegen habe ich da sozusagen die Spawnfarm für die Viecher hingebaut, damit man dort weitermachen kann. Ja, wie es ganz unten in der letzten Schicht unter der Lavaschicht weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich dann noch mal ein Video, aber mit diesen Bildern möchte ich euch quasi erst einmal für Creativeverse verabschieden. Das Spiel macht wirklich sehr viel Spaß und schaut es euch mal an, es ist free to play. Es kann nicht schaden, es macht wirklich Spaß und vielleicht sieht man sich mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.